Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Transport FIFA 2. Ich hatte eigentlich geplant, dass ich eine Einschienenbahn hier in Hochheim baue. Und ich habe sie auch gebaut und habe sie auch aufgenommen. Leider habe ich bei der ganzen Aufnahme ein Standbild. Und nachdem die Einschienenbahn eh nicht so geil worden ist und es echt eklig ausgeschaut hat, dachte ich, mach mal jetzt doch was anderes. Und zwar, wenn wir endlich den großen Kreis schließen zwischen Hochheim und hier hinten Stolberg, wo ihr unsere Retro-Dampflok rumfahrt. Den Bit werde ich jetzt mal bauen. Dann haben wir nämlich hier den großen Kreis endlich zusammen. Dann haben wir die wichtigsten Städte verbunden. Ich glaube hier, Döbern werden auch die letzte Stadt, die noch fehlt. Aber dann wäre das Schienennetz da erstmal komplett. Ja, also, ihr kriegt mal wieder einen Zeitraffer, wie ich das baue. Sollte eigentlich nicht allzu lange dauern, denke ich mal. Also ich denke mal, hier machen wir einen schönen Zusammenschluss. Wir machen es jetzt zweigleisig. Und ja, dann sehen wir uns, wenn es fertig ist. Hier auf der Karte. Also, bis gleich. We'll be right back.
Okay, liebe Leute, die Strecke ist fertig und ich habe endlich genügend Geld gehabt für die zwei Linien. Andererseits haben wir hier den HST, der zwischen hier und, lass mal ganz kurz gucken, da fährt, Geesthacht. Und dann haben wir noch den City Shuttle zwischen da und da. Und da sind zweimal eine Doppeltraktion unterwegs mit einer Class 166. Und ich muss sagen, ja, wir müssen ein bisschen an unseren Finanzen arbeiten. Denn die Verluste, die wir so machen auf gewissen Linien, sind schon heftig. Und jetzt habe ich knapp eine Stunde gebraucht, bis ich das Geld hatte, bis ich die Züge gekappt habe. Und das Erste, was wir dann ändern werden, ist dieser Caledonian Sleeper. Der ist zwar gar nicht schlecht ausgelastet, aber der macht doch ganz schön Verlust. Da brauchen wir was Schnelleres. Ja, grundsätzlich, die Strecke ist nicht sehr aufwendig. Wir haben immer noch die Drehscheibe hier für die Dampflokis und wir gehen hier eingleisig auf Bahnsteig 3. Ich glaube, das ist Bahnsteig 3. Ja. Und der ist auch elektrifiziert. Dann haben wir hier aber einen Tunnel drin, eine nicht sehr spektakuläre Brücke, die ist relativ Standard. Ich habe versucht, da irgendwie eine geile Brücke hinzumachen, aber das hat mir nicht wirklich gefallen. Also bin ich jetzt mit der gegangen und ansonsten relativ gerade hier nochmal Tunnel und das Gleisvorfeld hier. Da haben wir einmal den Swing auf die andere Seite. Hier geht es dann doppelgleisig hier auf die Bahnsteige bzw. auf das Kopfgleis hier für den Regio und der fährt da auch hier rein. Sitze jetzt hier und der HST fährt dort bei den Durchfahrgleisen hier einfach durch. Okay, ich würde sagen, wir setzen uns mal den HST da rein und schauen uns die Strecke mal an, damit wir es mal gesehen haben. Das ist mein Play. Und dann einmal die Kamera. Auch noch ein paar schöne Ansichten hier. Oh ja, das sieht geil aus. Da mache ich doch gerade mal einen Screenshot. Oh, das sieht wirklich schön aus. Okay, wir brauchen eine brauchbare Kamera, bitte. Hahaha, im Führerstand. Ja, warum auch nicht? Machen wir das doch mal. Ah, okay, da geht die Kamera raus. Oh, die Bäume schon ein bisschen fertig aus hier. Ich glaube, das ist wegen der Kameraansicht. Da sieht es wieder normal aus. Oh, Drehgestell? Ja, warum nicht? Ich wäre gerne wieder vorne drin. Ja, ist schon eine schöne Strecke. Gefällt mir. Wirklich nice. Bin mal gespannt, ob wir jetzt auf den Part 200 erreichen werden. Aber ich glaub's nicht. Kommt da schon der Regio entgegen? Ah, sieht so aus, als wenn die Brücke in die 160er bestimmt. Na, die Gleise sind auf 160. Ja, ich glaube, das werde ich nochmal upgraden, damit ihr der HS7 schneller düsen kann. Und dann geht es auch schon rein in den Tunnel. Okay, an der Stelle werden wir den HST auch wieder verlassen, weil den Rest der Strecke, den kennen wir ja schon. Nächstes Goal wird sein, nachdem das jetzt hier mal läuft, ich werde hier mal die Geschwindigkeiten anpassen, das mache ich jetzt aber auf Kamera. Währenddessen werde ich Geld sammeln, dass wir hier mal diesen Caledonian Sleeper upgraden. Da haben wir ja gerade drei Züge mit einer, also mit zweimal Class 250. Ja, zweimal. Und den alten MK1s, dann kriegen die Leute hier mal ein Upgrade mit MK3. Und ich würde es erstmal mit einer Komposition versuchen und zu schauen, ob wir dann hier ins Plus kommen. Ey, hui. Dieser Sleeper Service ist echt teuer für uns. Der teuerste. Jetzt sind wir schon bei 10 Millionen im Minus.
Und klar, der HST2, der macht jetzt Minus, der hat noch nicht so viel drin. Aber das kommt noch. Okay, also ich sammle nochmal so 20, 30 Millionen und dann werden wir hier den Sleeper-Service anpassen zwischen Gerbstedt und Lion City. Da ist ganz schön viel los hier. Naja, kriegen wir hin. Also, bis gleich. Für euch noch ein Schnitt. Okay, da bin ich jetzt wieder. Und ich habe jetzt erstmal wieder Geld. 32 Millionen, das sollte erstmal reichen für den Umbau. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, den City Shuttle BR02. Also, den falschen Bahnhof hier klickt. Moment. Da. Via Düsseldorf 442 Leute und nach Hochheim 223. Also, das ist die Linie, die von da nach da geht und hier haltet. Ich glaube, die müssen wir splitten. Also das wäre eine Option, dass wir hier einmal so eine Linie haben und hier einmal eine Linie. Andererseits könnte man auch sagen, dass dieser City Shuttle nicht mehr hier haltet. Das sind knapp 100 Meter von der Bahnsteiglänge. Dass wir sagen, die fahren alle hier rein. Genauso mit dem Shuttle Nummer 1, der hier reinkommt. Also momentan ist es ja so. Die teilen sich das da. Dass wir hier irgendwie was Langes einsetzen, was dann die beiden Bahnsteige nutzt. Eigentlich wollte ich das nicht. Ich wollte eigentlich gern, dass der Bahnsteig irgendwie benutzt wird. Der Bedarf ist einfach zu groß. Das mal so nebenher. Das wollen wir uns mal anschauen. Aber jetzt schauen wir uns mal den Caledonian Sleeper an. Den da. Fahrzeuge verwalten. Das erste, was ich schon mal machen werde, ist alles verkaufen. Oh, sorry für die Katze, das ist ganz normal bei mir. Ich würde gerne so eine Art HST machen, experimental, als Schlafwagen. Das wäre einmal so als die BR-Class 41, das ist der Prototyp vom HST, vorne und hinten. Das kostet uns jetzt schon mal 13 Millionen. Olla Scholli. Und dann, wo haben wir die MK3? Da, Sleeper. Ich würde die gerne in klassischen BR Blue machen. 1, 2, 3, 4, 5. Da machen wir noch so ein Buffet rein. Und ansonsten wieder Sleeper. Nein, ist jetzt nicht der. Okay, mir fehlt das Geld. Ist was, ich nehme jetzt meinen Kredit. Als ob ich so fleißig zurückzahlt die ganze Zeit. Ich hätte gern hier nochmal einen Sleeper. Und dann müsste das passen. Okay, da Buffetwagen. Wobei, machen wir so ein bisschen so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist genau in der Mitte. Und da bist du jetzt der neue Caledonian Sleeper. Und dann schauen wir uns mal den Prototypen an. Ah, da sind auch die Schattenfahrten hier unterwegs. Ja, interessantes Design. Das Witzige ist, man hat hier überlegt, okay, man macht den Führerstand mittig und da hat nur eine Person Platz gehabt. Und das wurde dann abgelehnt von den Lokführern. Die wollten so nicht fahren. Und so entstand dann der heutige HST mit zwei Plätzen, wo man links sitzt. Ja, das tun wir mal ignorieren, dass wir hier da durchfahren. Also nur so ein Vergleich, der heutige HST, man sitzt jetzt hier, da der Beifahrer. Und in dem Prototypen-Design wäre es halt mittig gewesen. Und der Prototyp ist auch noch recht lange noch im Museumsbetrieb gefahren. Jetzt steht er bei dem Museum, wäre aber grundsätzlich betriebsfähig. Eigentlich eine coole Sache. Gibt da interessante Videos da auf YouTube. Ja, moderne Schlafwagen. Müssen die Leute uns eigentlich danken, dass die da jetzt moderne Betten haben. Ich habe den seht, 198. Ach ja, unser Autosave.
Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob der 200, na, wobei, na, wieder nicht, das weiß ich jetzt schon. Weil die Strecke, die wir hier gebaut haben, die ist nicht auf 200 ausgelegt. Bis auf den Highspeed-Abschnitt, den wir ja hier mal gebaut haben. Ich glaube, ich werde mal hier die Strecke ausbauen auf 200 Stundenkilometer. Also zumindest upgraden, teilweise. Damit der Caledonian Sleeper da mal ein bisschen Speed kriegt. Ja. Mache ich nächstes. Mache ich aber off-camera. Die Folge ist jetzt noch nicht so lang geworden. Das tut mir schon mal leid in der Hinsicht. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal und wäre froh für euer Feedback, wo ihr denkt, ja, ist das cool, nicht so cool, was würdet ihr jetzt noch machen? Und ja, nächste Baustelle wird diese uralt in der City-Strecke sein, die wir schon einmal geupgradet werden haben. Ja, Deutsch ist was, ne? Ich frage mich jetzt gerade an der Stelle, wie viel Sinn das macht, das auf Highspeed auszubauen. Na, das macht eigentlich keinen Sinn mehr. Wir haben hier unsere Dampfloks unterwegs. Klar, Bottleneck ist dann der Abschnitt da. Hier mit den Holzfäller. Und Highflieger. Na, nee. Wisst was? Das lassen wir. Das soll auch ruhig ein bisschen langsamer fahren. Hier kann er mal durchstarten. Und so viel Traffic haben wir hier auch gar nicht. Was ist mit den Leuten hier? 130. Nö. Nö, das lassen wir. Das bleibt hier Altbau mit dem einen Highspeed-Abschnitt da. Das war's. Highspeed haben wir dann hier unten auf der Neubaustrecke. Hier viergleisig, eventuell hier noch. Aber wir müssen auf alle Fälle hier noch die Linien optimieren. Gerade hier bei dem großen Bahnhof. Jo, das braucht's. Hier sind wir viel zu viele Leute. Jetzt sind schon 464 beim City Shuttle 2. Ja, also wenn jemand schlaue Ideen hat, gerne sagen. Also, ich wünsche euch was. Bis bald bei der nächsten Episode. Tschüss.